Wasser ist Leben. Wasser ist nur begrenzt verfügbar. Es ist eine schützenswerte Ressource und Voraussetzung für Fortschritt, Entwicklung und eine intakte Umwelt. Wasser kennt keine Staatsgrenzen. Es muss von Menschen und Ländern entlang der Flüsse geteilt werden. Das gilt für alle Länder der Welt. Natürlich auch für Zentralasien. Umgeben von Russland, China, Afghanistan, Iran und dem Kaukasus ist Zentralasien von großem geopolitischem und strategischem Interesse. Die fünf Länder Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan sind über ein großes Wassersystem miteinander verbunden und aufeinander angewiesen. Bis zu 7500 Meter hoch sind die Gebirge Zentralasiens, der Tien Shan und der Pamir. Die Gipfel mit ihren mächtigen Eispanzern gehören zu den höchsten Bergen der Erde. Riesige Gletscher durchfließen die Hochtäler. Hunderte Meter dicke Eisströme wälzen sich langsam talwärts. Es ist ein menschenfeindliches, unzugängliches Gebiet und nur unter großen Mühen zu erreichen. Die viele Kubikkilometer großen Eismassen der Gletscher sind die Wasserspeicher Zentralasiens. Hier oben in den Bergen des Tien Shan sehen Sie Gletscher in einer Höhe von über 4000 Meter. Es ist eine atemberaubende Landschaft. Hier beginnt unsere Reise von den Gletschern zu den Deltas. Kommen Sie mit auf eine Reise, die Wochen, die Monate in Anspruch nehmen wird, die uns Tausende von Kilometern entlang der großen Ströme des Amur-Darja und des Syr-Darja führen wird. Wir machen uns auf eine Entdeckungsreise. Wir gehen Fragen nach, die existenziell sind für die Menschen der Region. Wie wirkt sich der Klimawandel aus? Wie kann das Wasser am besten für Landwirtschaft und Energiegewinnung genutzt werden? Und wie können die Staaten zusammen mit der internationalen Gebergemeinschaft ihre großen Zukunftschancen tatsächlich wahrnehmen? Wie kann Wasser effizienter und effektiver eingesetzt werden? Wir werden mit Fachleuten und Politikern sprechen. Uns interessiert Ihre Meinung zu grenzüberschreitendem Wassermanagement, zu Abkommen und internationalem Recht. Wasser schweißt die Länder zu einer Schicksalsgemeinschaft zusammen. Zentralasien lebt vom Wasser zweier Flusssysteme, die sich von den Gletschern des Tien Shan und Pamir bis zum Aralsee im trockenen Herzen Asiens erstrecken. Dem 2790 Kilometer langen Syr-Darja mit seinem fast 200.000 Quadratkilometer großen Einzugsgebiet und dem 2743 Kilometer langen Amu-Darja mit seinem fast 300.000 Quadratkilometer großen Einzugsgebiet. Zusammen bilden sie das Aralseebecken. Durch das Anlegen riesiger Bewässerungsflächen entlang der beiden Flüsse und dem Bau des Karakum-Kanals durch die turkmenische Wüste vergrößerte sich das Aralseebecken beträchtlich. Mehr und mehr Wasser wurde für das Bewässerungsland genutzt. Die Konsequenz? Immer weniger Wasser erreichte den Aralsee. Mit dramatischen Folgen. Heute ist der einst viertgrößte See der Erde auf 10% seiner ursprünglichen Fläche geschrumpft. Der Aralsee gilt als einer der größten durch Menschen verursachten Umweltkatastrophen. Wie konnte es zu dieser Katastrophe kommen? Wasser ist in Zentralasien ungleich verteilt. Die Gebirgsländer besitzen mit ihren Gletschern riesige Wasserspeicher. Den Wüsten- und Steppenländern hingegen stehen kaum eigene Wasserquellen zur Verfügung. Abhängig von Bevölkerungszahl und Wirtschaftsstruktur wird Wasser unterschiedlich intensiv genutzt. Gebirgsländer mit kleinen Agrarflächen benötigen weniger Wasser. Wüsten- und Steppenländer mit großen Bewässerungsflächen hingegen viel.
Oberanlieger und Unteranlieger, sogenannte Upstream- und Downstream-Länder, sind voneinander abhängig. Einvernehmliche grenzüberschreitende Kooperation ist die Voraussetzung für eine bessere Entwicklung. Die Situation in Zentralasien und das Thema Wassermanagement haben absolute Priorität. Und sie sollten auch weiterhin absolute Priorität haben. Das haben die Regierungen der Länder mittlerweile eingesehen. Das zeigen die verschiedenen hochrangigen Treffen, etwa das Gipfeltreffen vom April 2009, als die Präsidenten der 5 zentralasiatischen Länder diese Themen diskutierten. Anlässlich dieses Treffens im April 2009 in Almaty formulierten die 5 Präsidenten die klare Absicht, gemeinsame Programme durchzuführen und das grenzüberschreitende Wassermanagement zu optimieren. Ziel ist die Verbesserung der ökologischen und sozioökonomischen Situation, um nachhaltige Entwicklung und regionale Sicherheit zu gewährleisten. IFAS ist eine herausragende Organisation, weil sie von den 5 Präsidenten der 5 zentralasiatischen Staaten gegründet wurde. Sie haben sich zu dieser Organisation eindeutig bekannt. Sie sagen, ganz gleich, wie sich die politische Situation entwickelt, IFAS ist unsere Organisation. Die Entscheidungen und Projekte von IFAS haben zum Ziel, die Lebensgrundlagen aller Menschen dieser Region zu verbessern. Kirgisistan ist etwa halb so groß wie die Bundesrepublik Deutschland. Hochgebirge machen über 65% des Landes aus. Kirgisistan ist sehr dünn besiedelt. Die Menschen leben vor allem dort, wo fruchtbare Ackerboden und ausreichend Wasser Landwirtschaft möglich machen. Kirgisistans Hauptstadt, Bischkek, hat knapp 1 Million Einwohner. Die einstige Karawanenstation wurde von den Russen zur Garnisonsstadt ausgebaut. Fruchtbarer Schwarzerdeboden brachte Bauern selbst aus dem entfernten Europa hier nach Zentralasien. Heute ist Bischkek eine lebhafte, moderne Stadt mit breiten Boulevards, prächtigen öffentlichen Gebäuden und Wohnblocks, typischer sowjetischer Bauart. Die zahllosen Bäume entlang der Straße spenden in den heißen, trockenen Sommern Schatten. Kirgisistan hat ein trockenes Kontinentalklima mit heißen Sommern und kalten Wintern. Doch dank seiner Hochgebirge ist Kirgisistan wasserreich. 4% des Landes sind von Gletschern bedeckt. 60-80% des verfügbaren Wassers kommen von den Gletschern oder entstammen der saisonalen Schneeschmelze. Viehwirtschaft ist nach wie vor ein wichtiger Teil der kirgisischen Landwirtschaft, die noch immer 35% der Wirtschaftsleistung ausmacht. Im Gebirge Kirgisistans in über 4000 Meter Höhe befindet sich die Kumtur-Goldmine. Sie wurde 1997 erschlossen. Unter extremen Bedingungen wird hier goldhaltiges Gestein im Tagebau gefördert. Kumtur gehört zu den ergiebigsten Minen weltweit. Neben den riesigen Wasserressourcen gilt sie als das wirtschaftliche Rückgrat Kirgisistans. Kaum ein Industriezweig kommt ohne verlässliche Wasserversorgung aus. Ohne das Wasser der nahen Gletscher wäre auch die Goldgewinnung hier oben unmöglich. Maschinen zerkleinern die Felsbrocken. Riesige Mengen Wasser werden beigemischt. Aus diesem Schlamm wird das Gold vom Gestein getrennt. Es ist ein aufwendiger Prozess. Über 2000 Arbeiter sind Tag und Nacht in der Kumtur-Mine im Einsatz, bis das wertvolle Metall schließlich in Formen gegossen werden kann. Cyanid, ein wasserlösliches und giftiges Blausäuresalz, spielt dabei eine wichtige Rolle. Nur durch Cyanid lässt sich das Gold aus dem Gesteinsbrei lösen. Der restliche, sogenannte braune Schlamm, wird nach dem industriellen Prozess in zahlreiche Absetzbecken auf dem Minengelände gepumpt. Die Bauern der Bergregionen leben seit Jahrhunderten entlang der Flussläufe.
Sie leben von und mit dem Wasser. Es ist die Grundlage ihrer Existenz. Wir sind in Tadschikistan, auf dem Weg nach Daschti-Obodon im Zerafschan-Tal. Es ist eine sehr trockene Gebirgsregion, weit abgelegen. Doch die Menschen haben sich auf die schwierigen Bedingungen eingestellt und sie wissen, wie man mit der wertvollen Ressource Wasser umgehen muss. Daschti-Obodon, an den Steilufern, hoch über dem Zerafschan-Fluss gelegen, lebt von der Landwirtschaft. Noch die kleinste Fläche in dieser Steinwüste, der hier über 5000 Meter hohen Berge, hat der Mensch in fruchtbare Oasen verwandelt. Kanäle und Leitungen durchziehen das Dorf. Sie bringen das Wasser in jeden Winkel. Das ausgefeilte Verteilungssystem ist Jahrhunderte alt, einfach und zuverlässig. Heute jedoch ist Wasser nicht mehr nur eine Notwendigkeit für die Landwirtschaft. Wasser ist eine wichtige Energiequelle. Auf dem Weg zu einer Baustelle für ein Wasserkraftwerk unweit des Dorfes. Seit dem Ende der Sowjetunion hat die Energieinfrastruktur in den abgelegenen Bergregionen des Landes gelitten. So gibt es keine verlässliche Stromversorgung. Eine Lösung für dieses Problem sind lokale Kleinstkraftwerke, angetrieben durch die einzig verlässliche Energiequelle hier oben in den Bergen, Wasser. Mithilfe der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ, wird darum zurzeit in Daschti-Obodon ein solches Wasserkraftwerk gebaut. Die Menschen Tadschikistans bekommen eine neue Zukunftsperspektive. Bauarbeiter haben Kanäle angelegt, um das Wasser eines kleinen Nebenflusses des Zerafschan zu einer Turbine zu leiten. Es muss mit Schaufeln und Pickeln gearbeitet werden. Handarbeit ist billiger als Maschinenarbeit, denn schweres Gerät kann nur unter großer Mühe und hohen Kosten hierher geschafft werden. Bald schon wird das Kleinkraftwerk Strom für Daschti-Obodon liefern. Eine landesweite Lösung für eine zuverlässige Stromversorgung braucht eine Vision, Geld und sehr viel Zeit. Das umgeleitete Wasser des kleinen Flusses wird in ein Fallrohr geführt. Wenige Meter Höhenunterschied genügen, um später die Turbine anzutreiben. Wo die Wege schwierig und lang sind, muss eine solche Konstruktion robust und einfach zu warten sein. Für Daschti-Obodon ist dies die Chance, Anschluss an die Gegenwart zu finden. First of all, it is necessary for the pupils. Zunächst einmal ist das wichtig für unsere Schüler, für unsere Schulen, auch für das Krankenhaus, wo wir nun endlich Technik nutzen können für die Behandlung. In den Schulen werden die Schüler lernen, mit Computern und anderen technischen Hilfsmitteln zu arbeiten. Man wird Strom für ganz unterschiedliche Dinge nutzen, für alles, was wichtig ist. The population can use all kind of electricity for their life, necessary for their life. Die Reise geht weiter. Die nächste Station ist Dushanbe, die Hauptstadt Tadschikistans. Auf einer neuen von Chinesen gebauten Straße werden wir immer wieder von anderen Verkehrsteilnehmern aufgehalten. In der Nähe der Hauptstadt zeugen Einfamilienhäuser und Villen davon, dass einige Leute die schwierigen Zeiten nach der Unabhängigkeit hinter sich gelassen haben. Wohlstand ist kein Fremdwort mehr. Tadschikistan ist halb so groß wie Italien. Die Gebirge des Tien Shan, Alai und Pamir bedecken über 90% der Fläche. Die Hälfte des Landes liegt auf über 3000 Metern Höhe. Nach dem schwierigen Umbruch der 90er Jahre hat sich das Land stabilisiert.
Die Hauptstadt selbst empfängt Besucher heute mit einer freundlichen, weltoffenen Atmosphäre. Dushanbe ist heute wirtschaftliches, kulturelles und industrielles Zentrum des Landes. Überall wird gebaut. Monumente und Statuen symbolisieren nicht nur den wirtschaftlichen Aufstieg, sondern erinnern auch an das reiche kulturelle Erbe der Stadt. Tadschikistan ist überaus wasserreich. Mehr als 25.000 Flüsse durchfließen das Land, das sowohl Teil des Syrdarya-Beckens als auch des Amudarya-Beckens ist. Vom Flugzeug aus wird deutlich, wo die große Chance dieses Landes liegt. Es gilt, die Wasserressourcen zu nutzen. Dies wurde schon während der Sowjetzeit erkannt. Unweit von Tadschikistans Hauptstadt verschließt eine gewaltige Mauer das Tal des Wachschflusses, der Nurek-Damm. Mit 300 Metern ist er der höchste Damm der Welt. Im Gebirgsland Tadschikistan gilt Energiegewinnung durch Wasser als große nationale Aufgabe. Wasser und Energie sind Schlüsselfaktoren für Tadschikistans Weg in die Zukunft. Schon vor Jahrzehnten investierte man im großen Maßstab in Wasserkraft. Nach fast 20 Jahren Bauzeit staut der Nurek-Damm seit 1980 den Wachsch. Doch Nurek ist nur ein Baustein eines großen nationalen Kraftwerksystems. Bereits zu Zeiten der Sowjetunion begann man entlang der großen Flüsse Wasserreservoirs und Dämme zu errichten. Tadschikistans Regierung bleibt diesem Konzept treu. Geplant sind Kaskaden von Wasserkraftwerken entlang der wichtigen Flussläufe. Das Energiepotenzial jedes einzelnen Flusses kann so optimal genutzt werden. Wasserkraft gilt als ganz entscheidende Energiequelle. Das Potenzial in Zentralasien ist groß genug, um die Region ausreichend mit Strom zu versorgen. Mehr noch, Energie könnte exportiert und zu einer wichtigen Einkommensquelle werden. Bislang wird das Potenzial der Wasserkraft aber wenig genutzt. Dass sich die Bergländer Zentralasiens zunehmend auf Wasserkraft verlassen, hat allerdings Konsequenzen. Energieerzeugung konkurriert mit anderen Formen der Wassernutzung. Der kirgisische Toktogul-Staudamm mit seinem Reservoir ist dafür ein prominentes Beispiel. Er hat ein Volumen von 19,5 Kubikkilometern. Während der Sowjetzeit konnte sich die Landwirtschaft der Regionen flussabwärts auf die Wasserversorgung verlassen. In der Vegetationsperiode in Frühling und Sommer wurde ausreichend Wasser abgelassen. Heute kommt viel mehr Wasser im Winter. Die Bergländer benötigen es zur Energieerzeugung in der kalten Jahreszeit. Die konkurrierende Nutzung von Wasser führt zu Spannungen zwischen den Ländern am Ober- und Unterlauf der Flüsse. Es ist entscheidend, Lösungen für grenzüberschreitendes Wassermanagement zu erarbeiten. Eine solche Lösung war 1998 durch ein Abkommen gefunden. Verbindliche Wasser- und Energiequoten wurden damals durch Kasachstan, Usbekistan, Kirgisistan und Tadschikistan festgelegt. Man hatte verstanden, Wasser darf nicht unabhängig von Energie gesehen werden. Heute ist das Abkommen leider nicht mehr in Kraft. Wasser und Energie sind notwendig, um den Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen. Dafür bedarf es regionaler Anstrengungen, die von allen Ländern mitgetragen und von der internationalen Gemeinschaft unterstützt werden müssen. Zentralasien und Afghanistan besitzen Energieressourcen, um die sie von vielen Ländern der Region und weltweit beneidet werden. Und Zentralasien und Afghanistan sind dabei, diese Ressourcen zu nutzen, um die Lebensumstände ihrer Völker zu verbessern. Bei diesem Treffen in Aschgabat, der Hauptstadt Turkmenistans, im August 2011, ging es genau um die Frage, wie zukünftig die Wassernutzung und Energieaustausch unter Einbeziehung von Afghanistan in der Region aussehen soll. Abflug Richtung Pamirgebirge, auf dem Weg zur wichtigsten Quellregion des Amudarya. Weit abgelegen und ohne Helikopter kaum zu erreichen.
Für die Einheimischen ist der Pamir das Dach der Welt. Noch heute ein exotisches Ziel für mutige Touristen und Extrembergsteiger, faszinierte der Pamir schon Entdecker wie Marco Polo, den sein Weg Richtung China im 13. Jahrhundert durch dieses Gebirge führte. Es ist eine unzugängliche Region. Ein Hochplateau auf 4000 Metern Höhe, durchzogen von gewaltigen Gletschern. Der Fedchenko gehört mit 70 Kilometern zu den weltweit größten Gletschern. Doch selbst dieser Riese schrumpft. Jahr für Jahr wird der Gletscher kürzer und sein bis zu einem Kilometer dicker Eispanzer immer dünner. Der Klimawandel hat selbst hier oben in eisiger Kälte deutlich sichtbare Spuren hinterlassen. In den letzten Jahrzehnten hat sich die Gletscherzunge des Fedchenko um hunderte Meter zurückgezogen. Mächtige Geröllhalden geben nur noch einen vagen Eindruck davon, bis wohin sich das Eis vorgeschoben hatte. Die globale Erwärmung führt zu einem immer stärkeren Abschmelzen der Gletscher in nahezu allen Hochgebirgsregionen der Erde. Diese Entwicklung ist in Zentralasien besonders offensichtlich. Das Gletschervolumen hat in den letzten Jahrzehnten rasant abgenommen. Es ist damit zu rechnen, dass die Gletscher sich weiter zurückziehen. Abgesehen von jahreszeitlichen Schwankungen oder wechselnden Schmelzperioden wird langfristig weniger Wasser zur Verfügung stehen. Seit Jahrzehnten steigen überall in Zentralasien die Jahresdurchschnittstemperaturen. Ein Anstieg von 2 Grad scheint unbedeutend. Tatsächlich ist dieser Trend aber besorgniserregend. Forscher wissen heute, dass schon sehr kleine Temperaturveränderungen massive Auswirkungen auf die Umwelt haben können. Die Folgen des Klimawandels sind schon jetzt unübersehbar. Kurz- und mittelfristig ist mit größeren Mengen Schmelzwasser zu rechnen. Doch dies ist keineswegs eine positive Entwicklung. Gletscherseen wachsen und drohen zu brechen. Berghänge werden durch das Wasser destabilisiert. Felsstürze sind die Folge. Berghänge können ins Rutschen geraten und ganze Dörfer unter sich begraben. Im Pamir zum Beispiel befindet sich der größte natürliche Staudamm der Welt. Nach einem Erdbeben im Jahr 1911 stürzte ein Berghang zu Tal. Der gewaltige Gesteinswall ist über 500 Meter hoch und staut seit 100 Jahren den Murgam-Fluss. Der Saressee ist heute über 50 Kilometer lang. Den meisten Experten gilt der Damm als sicher. Doch in Zeiten von Klimawandel und Gletscherschmelze ist er eine Mahnung daran, welche Bedrohung von instabilen Berghängen ausgeht. Ein Brechen der natürlichen Staumauer am Saressee wäre eine Katastrophe für die Menschen an den Flussläufen Zentralasiens. Unweit des Saressees überfliegen wir Khorog, die Hauptstadt der autonomen tadschikischen Provinz Gorno-Badakhschan. Khorog, der wichtigste Ort des Pamir, liegt am Zusammenfluss zweier Quellflüsse des Amudarya, des Gund und des Pjansch. Auf vielen hundert Kilometern ist der Pjansch Grenzfluss zwischen Tadschikistan und Afghanistan. Unsere Reise geht weiter. Unser Ziel, das Dreiländereck Tadschikistan, Usbekistan und Kirgisistan. Hier ist der Grenzverlauf zwischen den drei Staaten kompliziert. Mal folgt er der Geografie, mal der ethnischen Zugehörigkeit der Bewohner. Mehrere Exklaven liegen wie Inseln auf fremdem Territorium. Die Frage der Wasserverteilung ist hier heikel. Viele Flüsse überqueren auf kurzer Distanz gleich mehrere Staatsgrenzen.
komplexes System von Kanälen und Stauwehren verteilt das Wasser. Dabei geht es nicht nur um die Bedürfnisse der Landwirtschaft. Hier hat Wasserverteilung immer auch eine politische Dimension. Wasserquoten regeln schon seit Sowjetzeiten, wer wie viel Wasser bekommt. Zahllose Kanäle bringen das Wasser in die Ebene und verteilen es. Dort, wo man der Steppe weitere Agrarflächen abbringen möchte und dort, wo schon lange Landwirtschaft betrieben wird. Mithilfe der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ, wird hier am Rande des Ferganatals, nahe der kirgisischen Stadt Batken, ein neues System zur exakten Messung des Wasserstandes erprobt. Hochmoderne Empfangsgeräte sammeln aktuelle Daten. Fest installierte Sonden entlang der Kanäle messen den Wasserstand und geben die Daten weiter. Das zuverlässige Messen ist ein entscheidender Schritt zur Verbesserung des Wassermanagements in Zentralasien. Die Konsequenzen dieser Maßnahme sind vor allem für die Politik von weitreichender Bedeutung. Weil es keine ausreichenden Daten gibt, wodurch man es wirklich transparent und glaubhaft darstellen kann, so und so viel Wasser ganz genau leiten wir hier tatsächlich ab und nicht mehr. Und diese Datensätze müssen da sein. Und um diese Datensätze zu erhalten, muss man letztendlich solche Wassermessposten, Hydroposts, einrichten und tatsächlich auch diese Messungen so transparent machen, dass die Gegenseite, die ebenfalls interessiert ist, auf der anderen Seite der Grenze, jederzeit es nachprüfen kann, wie viel Wasser wirklich verwandt wird. Schritt für Schritt sollen an allen Kanälen Wassermessstellen eingerichtet werden. Ein Netz von Messstationen auf dem neuesten Stand der Technik, das sich, so hofft man, früher oder später über ganz Zentralasien erstrecken wird. In einem Büro des Transboundary Water Management in Central Asia Program werden alle Daten ausgewertet. Die deutsche Regierung möchte mit ihrer Berlin-Prozess-Initiative den Ländern Zentralasiens bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zur Seite stehen. Dieses Büro wird darum gemeinsam von der deutschen GIZ und der kirgisischen Regierung betrieben. Solange wir von Wasser sprechen, das über Staatsgrenzen fließt, darf kein Staat den Besitz des Wassers für sich beanspruchen. Ein solches Szenario muss man aus der Perspektive geltender internationaler Gesetzgebung betrachten, die den Umgang mit grenzüberschreitenden Wasserläufen und grenzüberschreitenden Grundwasserschichten regelt. Die aktuelle internationale Gesetzgebung kennt diesbezüglich keine absolute nationale Souveränität oder territoriale Integrität. Einmal auf dem Territorium eines Staates angekommen, wird das Wasser aber nicht nach Belieben genutzt. Lokale Organisationen kümmern sich um eine verantwortungsvolle und gerechte Verteilung. Das neue digitale Messsystem unterstützt die Arbeit sogenannter Wassernutzergemeinschaften, wie hier in Kirgisistan. Die lokalen Wassernutzergemeinschaften sind im Ferganatal und überall in Zentralasien von entscheidender Bedeutung, denn sie sind es, die vor Ort die Wasserverteilung regeln. Sie sind demokratisch organisiert. Alle Bauern, die Mitglieder der Gemeinschaft sind, haben Mitspracherecht. Man bemüht sich um die Lösungen von Streitigkeiten, hält Kontakt zu Verwaltungen und der Politik, zieht Gebühren ein, kümmert sich um den Erhalt der Kanäle. Ohne die Arbeit der Wassernutzergemeinschaften würde das Wasser gar nicht bis auf die Felder gelangen. Wir begleiten einen Bauern auf sein Sonnenblumenfeld. In Absprache mit seiner Nutzergemeinschaft leitet er genau die Menge Wasser zu seinen Pflanzen, die sie benötigen. Dafür muss er einen kleinen Betrag entrichten. Er zahlt nicht direkt für das Wasser, wohl aber dafür, dass die Nutzergemeinschaft die Wasserversorgung garantiert. Gebühren hängen jedoch auch von der Art der Pflanzung ab. Wie viel müssen Sie bezahlen?
Es kommt auf die Pflanzung an. Wenn wir zum Beispiel Sonnenblumen oder Mais anbauen, zahlen wir zwischen 450 bis 500 Som. Aber wenn wir eine andere Kultur wie Kartoffeln oder Zwiebeln anbauen, dann zahlen wir schon 1500 bis 1800 Som. Seit langer Zeit wird das riesige Ferghana-Tal, das von Hochgebirgen umringt ist, landwirtschaftlich genutzt. Als wichtiger Baustein des weitläufigen Bewässerungssystems im Ferghana-Tal gilt der große Ferghana-Kanal. Mehr als 160.000 usbekische und tadschikische Bauern wurden 1939 von der Kommunistischen Partei zum Bau des Kanals verpflichtet. Kaum Maschinen standen für dieses Mammutprojekt zur Verfügung. Mit einfachen Werkzeugen und bloßen Händen wurden der 270 Kilometer lange Kanal in nur 45 Tagen ausgehoben. Ein pharaonisches Projekt. Die Natur sollte um jeden Preis dem menschlichen Willen unterworfen werden. Doch der Ferghana-Kanal war entscheidend, um die landwirtschaftliche Entwicklung der Region voranzubringen. Heute ist das Tal die Kornkammer Zentralasiens. Drei Nationen teilen sich das Ferghana-Tal: Usbekistan, Kirgisistan, Tadschikistan. Mit mehr als 10 Millionen Menschen ist es die am dichtesten besiedelte Region Zentralasiens. Die Agrarflächen liegen zum Großteil in Usbekistan und werden bewässert. Usbekistan ist daher auf das Wasser aus den Bergländern, Kirgisistan und Tadschikistan angewiesen. Dies hat immer wieder zu Spannungen geführt. Grenzüberschreitende Kooperation auf Basis von Abkommen ist deshalb entscheidend. Wir verlassen das Ferghana-Tal. Unser Weg führt uns durch weite Bewässerungsgebiete, vorbei an Baumwollfeldern, die bald abgeerntet werden. Wir überqueren den Syr-Darya, der hier am Mittellauf noch mächtig ist und viel Wasser führt. Unser Ziel: Usbekistans Hauptstadt, Taschkent. Anders als Kirgisistan und Tadschikistan besteht Usbekistan zu mehr als 80% aus Trockengebieten. Kyzylkum und Karakum in West- und Zentral-Usbekistan gehörten zu den größten Wüsten der Erde. Amu-Darya und auch Syr-Darya fließen durch Usbekistan. Doch kaum 10% des benötigten Wassers entspringt tatsächlich innerhalb der Staatsgrenzen. Taschkent. Der Fernsehturm ist Stolz und Wahrzeichen der Stadt. Er vereint Moderne mit usbekischen Stilelementen. Er ist Symbol einer Nation, die versucht, ihr großes historisches Erbe zu bewahren und sich zugleich der Zukunft zuzuwenden. Das über 2000 Jahre alte Taschkent wurde 1966 bei einem Erdbeben komplett zerstört. Manche Kulturgüter sind unwiederbringlich verloren. Doch zugleich gab die Stadtplanern die Möglichkeit, ihre Vision einer neuen Stadt umzusetzen, als Symbol sowjetischer Modernität in Asien. Heute ist Taschkent eine kosmopolitische Großstadt. Orientalische Märkte, großzügige Boulevards, weitläufige Parkanlagen und zahlreiche Brunnen prägen das Stadtbild. Seit 1991 hat sich Taschkent wirtschaftlich und kulturell radikal gewandelt. Auch das Stadtbild verändert sich rasant. Taschkent baut für die Zukunft. Zum Beispiel in Downtown Taschkent mit seinem NBU-Bank-Wolkenkratzer, dem Intercontinental Hotel, dem International Business Center und dem Plaza Building. Zu Besuch bei der Wasserbeckenorganisation BWO in Taschkent, der Zentrale für das Wassermanagement des Syr-Darya in Usbekistan. Unsere Aufgabe ist es, eine zuverlässige Wasserversorgung sicherzustellen. Auch hier wurde in den letzten Jahren ein System zur Datenerfassung eingerichtet. Er soll helfen, die Verteilung und Nutzung des Wassers zu optimieren.
Uns stehen zahlreiche Daten zur Verfügung. Daten bezüglich der Höhe des Wasserstandes, Abflussmenge, Größe der Wasserreservoirs. Diese Daten bekommen wir von 400 Messpunkten entlang der Flüsse. Auch die Betreiber der Wasserkraftwerke versorgen uns mit Daten über Wassermenge, Abfluss und Zufluss. Das Erfassen von Daten ist jedoch nur ein Schritt hin zu effektiverer und effizienterer Wassernutzung. Die Sanierung und Erweiterung der bestehenden Infrastruktur ist die andere große Herausforderung. Auf tausenden Kilometern durchziehen Kanäle die Wüste. Unter der gleißenden Sonne verdunsten große Mengen Wasser. Doch jeder Liter wird dringend benötigt. Viele Kanäle wurden vor Jahrzehnten angelegt. Schlechte Bauqualität und unzureichende Wartung verursachen Wasserverluste. Selbst Kanäle, die einst auf dem neuesten Stand der Technik waren, sind heute in einem mangelhaften Zustand. Viel Geld muss investiert werden, um das weit verzweigte Kanalsystem wieder instand zu setzen. Dafür kooperieren die Regierungen der zentralasiatischen Staaten eng mit internationalen Partnern. Ein Beispiel dafür findet man am Zarafshan in der Nähe von Samarkand. Hier kooperiert die deutsche GIZ mit der usbekischen Regierung bei der Erneuerung von Kanälen. Entlang der einstigen Seidenstraße, die Europa mit China verband, reihen sich noch heute die großen alten Städte Zentralasiens auf. Bukhara, Khiva oder wie hier Samarkand. Sie boten denen Rast, die aus der Wüste kamen, und denen, die hinaus in die Wüste zogen. Denn die Städte waren reich an Wasser und darum über Jahrhunderte Zentren von Kultur und Handel. Zentren des Islam. Dem Islam gilt das Wasser als Quell allen Lebens. Allah wird mit dem unendlichen Ozean verglichen. Wasser gilt als Geschenk Allahs. Auch das Paradies wird von kühlem, klarem Wasser durchflossen. Darum soll Wasser geteilt werden und allen zur Verfügung stehen. Wasser ist der Quell der Zivilisation. Wir sind auf dem Weg von Samarkand nach Aschgabat, der Hauptstadt des Nachbarlandes Turkmenistan, das so trocken ist wie kein anderes Land der Region. Unter uns der Amudarya. Über viele hundert Kilometer durchzieht er als schmales Band des Lebens die Wüste. Über 80% der Fläche Turkmenistans sind von der riesigen Karakum-Wüste bedeckt. Aufgrund seines Klimas war es stets eine Herausforderung, in diesem unwirtlichen Teil Zentralasiens zu leben. Turkmenistan verfügt über wenig fruchtbare Böden und kaum eigene Wasserquellen. Nur aufwendige Bewässerungssysteme ermöglichen hier das Leben. Die wichtigste Wasserquelle des Landes ist der Amudarya, an der östlichen Grenze zu Usbekistan, weit entfernt von den Bevölkerungszentren im Süden. Erst der Karakum-Kanal ermöglichte den Ausbau der Städte und das Anlegen von neuen landwirtschaftlichen Nutzflächen. Der über 1400 Kilometer lange Kanal zweigt vom Amudarya ab. Er verläuft mitten durch die Karakum-Wüste fast bis zum Kaspischen Meer. Bereits 1954 wurde mit dem Bau des gigantischen Kanals begonnen. Er ist bis heute einer der längsten Kanäle der Welt. Das wagemutige Projekt, mitten durch die Wüste zu bauen, war Teil der von Stalin propagierten Umgestaltung der Natur in der damaligen Sowjetunion. Entlang des Kanals war nun Landwirtschaft möglich,
in einer bis dahin lebensfeindlichen Region. Massiv wurde vor allem der Anbau von Baumwolle vorangetrieben. Doch der Kanal entzieht dem Amu Darya riesige Wassermengen. Es sind bis zu 50%, die Zentralasiens großer Strom durch den Karakum-Kanal verliert. Mehrere Kubikkilometer versickern ungenutzt im sandigen Bett des Kanals. Doch die Wüste blüht. In Turkmenistan ist das mehr als eine Metapher. Die Hauptstadt Aschgabat wächst über sich hinaus. Unaufhaltsam ringt sie der Wüste immer neues Bauland ab. Marmorverkleidete Hochhäuser schießen in die Höhe. Aschgabat scheint keine Wasserknappheit zu kennen. Brunnen, Kanäle, Parkanlagen und prächtige Boulevards prägen das Stadtbild. Turkmenistan ist stolz auf seine kulturellen Errungenschaften. Es ist das Wasser des Karakum-Kanals, das hier, an einem der trockensten Orte Asiens, den Menschen ein Leben zwischen Tradition und Moderne ermöglicht. Wasser ist knapp und hat schon deswegen einen wirtschaftlichen Wert. Jeder Oasenbewohner weiß das, wie etwa die Menschen in der Region Marib im Osten Turkmenistans. Hier ist jedem bewusst, dass es unterschiedliche Interessen bei der Nutzung der vorhandenen Wasserressourcen gibt. Und das schon seit Jahrhunderten. Die Menschen haben hier immer versucht, einen Ausgleich zwischen den Nutzerinteressen zu finden. Wasser für die Landwirtschaft und Energieerzeugung, für Trinkwasserversorgung, Industrie und Umwelt. Darauf basierend wurde in den 90er Jahren das Konzept des integrierten Wasserressourcenmanagements IWRM entwickelt. Das Ziel dieses weltweit akzeptierten Konzeptes ist es, Wasser so einzusetzen, dass es die Bedürfnisse aller zugleich berücksichtigt. Es soll größtmöglichen ökonomischen und sozialen Nutzen stiften und nachhaltig den Bestand des Ökosystems garantieren. Wassermanagement soll auf einem Ansatz beruhen, der Beteiligungsrechte einschließt. Nutzer müssen ebenso einbezogen werden wie Planer und Politiker auf allen Ebenen. Kurz vor Sonnenuntergang erreichen wir den Badai-Tugai Naturpark. Die einst vielfältige Fauna und Flora der Uferregionen am Amu Darya und Syr Darya wurden durch Agrarflächen zerstört. An nur noch wenigen Stellen findet man heute die ursprünglichen Flussauen, den Tugai-Wald, wie hier an den Ufern des Amu Darya. Tugais zählen in Zentralasien zu den Lebensräumen mit der höchsten Artenvielfalt. Hier leben Fasane, Bukhara-Hirsche und Rohrkatzen. Eine natürliche Oase inmitten der Wüste. Dank entschlossener Maßnahmen der Regierung wurden die letzten Tugai-Wälder zu Naturschutzgebieten erklärt. Von hier aus fließt der Amu Darya weiter Richtung Aralsee. Aber auf seinem Weg dorthin verliert sich irgendwann die Spur des mächtigen Flusses in seinem weitläufigen Delta und zwischen riesigen Bewässerungsflächen. Immer weniger Wasser erreicht den Aralsee, der einst viertgrößte See der Welt mit einer Fläche von 68.000 Quadratkilometern, schrumpft seit Jahrzehnten. Von 1960 bis heute ist die Seefläche ungefähr 80%, das Wasservolumen ungefähr 90% zurückgegangen. Der Aralsee ist in mehrere kleine Seen zerfallen. Einstige Hafenstädte liegen heute viele Kilometer vom Wasser entfernt. Zum Beispiel Moynak. Stolz kündet das Ortsschild vom einstigen Reichtum und Selbstbewusstsein des Städtchens. Moynak war Usbekistans einzige Hafenstadt. Heute sind es von hier mehr als 150 Kilometer bis zu den letzten Ufern des Aralsees. Die Sonne brennt herab auf staubige Straßen und Häuser. Nur wenige finden hier eine ertragreiche Arbeit. Die Zeit scheint still zu stehen in Moynak. Heute blickt man vom ehemaligen Pier des Hafens nicht mehr auf die Wellen des Aral. Hier ist der Aralsee nun totes Land, Wüste und Steppe. Auf dem Grund des früheren Sees liegen die Skelette verrosteter Fischerboote und Frachter.
Pflanzen und Tiere sind verschwunden. Das einmalige Ökosystem, das einst sogar die Touristen bis an den Aralsee brachte, wurde zerstört. Die Fischindustrie existiert nicht mehr. Und damit wurde die Lebensgrundlage vieler Menschen zerstört. Tausende haben Arbeit und Hoffnung verloren. Wir treffen Bolterbek Tutanbajew. Er arbeitete einst in den Fischfabriken von Moinak und erinnert sich noch gut daran, wie es früher hier war. Früher, als es noch Fische gab, arbeiteten hier 5 Fischbetriebe. Es gab hier eine Fischkonservenfabrik. Man hat hier Konserven hergestellt, die sogar im Ausland verkauft wurden. Selbst in Deutschland, Rumänien, der Tschechoslowakei und Bulgarien hat man unsere Konserven gekauft. Denn unser Fisch hat sehr gut geschmeckt. Ja, es gab Schifffahrt auf dem Aral. Mit dem Passagierschiff nach Aralsk zu fahren, hat genau 24 Stunden gedauert. Ich hatte in Aralsk Verwandtschaft. Verwandte meines Vaters, meiner Mutter, auch mein Onkel hat dort gelebt. Ich habe drüben oft meinen Urlaub verbracht oder Hochzeiten besucht. Normalerweise sind wir mit dem Flugzeug geflogen. Bei schlechtem Flugwetter jedoch haben wir das Passagierschiff genommen. Am Abend sind wir auf das Schiff und am nächsten Abend waren wir dann in Aralsk. Es kamen viele Touristen, denn einen Kilometer von hier gab es einen sehr schönen Strand mit ganz weichem Sand. Besser als irgendwo sonst. Ich war einmal in Jalta. In Jalta sind die Strände steinig. Aber wir hatten diesen weichen, heißen Sand. Dafür sind die Leute hierher gekommen, um sich zu erholen. Doch seit kurzem kehren die Menschen zurück. In Teilen des ausgetrockneten Seebettes hat die Suche nach Erdöl und Erdgas begonnen. Mit Erfolg. Auch wirtschaftliche Erwägungen werden es sein, die am Ende über das weitere Schicksal des Aralsees entscheiden. Um auf das nördliche Ende des einstigen Sees zu gelangen, müssen wir die Grenze überqueren, hinüber nach Kasachstan. Kasachstan ist der größte Staat Zentralasiens. 2 Drittel seiner Fläche sind Wüsten, Halbwüsten und Steppe. Er ist reich an Bodenschätzen wie Erdöl, Gas und Edelmetallen. Viel Geld wird in die Modernisierung des riesigen Landes gesteckt. Erst 1997 wurde Astana als neue Hauptstadt Kasachstans gegründet, als Symbol für ein ehrgeiziges Land im Aufbruch. Nahezu alle großen Gebäude wurden erst nach der Ernennung zur Hauptstadt erbaut. Knapp 1 Million Menschen leben heute in dieser futuristischen Kulisse. Manche bezeichnen Astana als Dubai in der Steppe. Weltbekannte Architekten wie Sir Norman Foster oder der Japaner Kisho Kurokawa durften hier bauen. Gewaltige Summen sind in das Megaprojekt Astana geflossen. Wolkenkratzer und Prachtbauten zeigen, wohin Kasachstan, dieser Verknüpfungspunkt zwischen den neuen Großmächten Asiens, strebt. Astana will allen Teilen des riesigen Landes ein leuchtendes Beispiel für die Chancen der Zukunft sein. Noch nicht alle Gebiete Kasachstans haben in gleicher Weise vom Aufbruch profitiert. Die Stadt Aralsk im äußersten Norden des ehemaligen Aralsees. Neben dem usbekischen Moinak war auch Aralsk ein wichtiger Hafen mit Fischfangflotte und Fischfabriken. Auch hier verschwanden mit dem See Industrie und Arbeitsplätze. Verschwand der Glaube an die Zukunft. Viele Menschen haben die Stadt verlassen. Die Probleme sind unübersehbar.
Doch neben all den Folgen des Aralsee-Dramas sind mittlerweile Zeichen eines langsamen Wandels zu entdecken. Schüler und Lehrer sind an der örtlichen Schule zusammengekommen. Die Internationale Stiftung zur Rettung des Aralsees hat einen Malwettbewerb ausgelobt. Die Schüler sollen ihre Vorstellung von der Vergangenheit und der Gegenwart am Aralsee malen und ihre Vision von der Zukunft. Es sind Bilder über den Wert jedes Tropfen Wassers. Und es sind Bilder der Hoffnung auf eine Rückkehr des Sees. Den Schülern ist die Sache ernst. Sie glauben an eine bessere Zukunft. Sie können dazu beitragen, den Aralsee wieder zu dem Paradies zu machen, das er einst war. Nationale wie internationale Partner sollten Zuversicht und Hoffnung der neuen Generation als Verpflichtung verstehen, gemeinsam an der Lösung der Wasserproblematik zu arbeiten. Die nötigen Institutionen gibt es bereits. Das Exekutivkomitee der Internationalen Stiftung zur Rettung des Aralsees, ECIFAS, hat von den Staatspräsidenten Kasachstans, Kirgisistans, Tadschikistans, Turkmenistans und Usbekistans im April 2009 den Auftrag erhalten, ein neues Aralsee-Programm zu entwickeln und Vorschläge zur Reform von IFAS mit internationaler Hilfe auszuarbeiten. Internationale Experten und Vertreter der IFAS-Mitgliedsländer arbeiten an diesen Aufgaben. Insgesamt hatten wir 45 Projektvorschläge zu beurteilen. Das Aralsee-Programm 3 auszuarbeiten war eine große Herausforderung. Wir hatten dabei viele Aspekte zu berücksichtigen, wie etwa den Klimawandel, Bevölkerungswachstum oder Infrastruktur, die dringend erneuert werden muss und vieles mehr. Die Schwerpunkte des Aralsee-Programms 3 sind integriertes Wasserressourcenmanagement, Umweltschutz, sozioökonomische Entwicklung und die Verbesserung der juristischen Grundlagen und administrativen Strukturen der Organisation. Von herausragender Bedeutung ist die Zusammenarbeit mit der internationalen Gebergemeinschaft. Vertreter der Vereinten Nationen, der amerikanischen Agentur für internationale Entwicklung, der Schweizer Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit und der deutschen GIZ kommen regelmäßig zu Konsultationen zusammen, um die regionale Zusammenarbeit zu unterstützen. Alle Partner wissen, wie eng die Themen Wasser und Energie miteinander verbunden sind. Und sie wissen, dass besseres Management des Wassers und der Energieerzeugung die Chance ist, um Entwicklung und Wirtschaftswachstum in Zentralasien einen großen Schritt voranzubringen. Die regionale Zusammenarbeit im Bereich des Wassermanagements muss nach wie vor deutlich verbessert werden. Wasser wird noch immer verschwendet. Es könnte weitaus effizienter genutzt werden. Es ist das Ziel der verschiedenen Projekte, das Konzept des integrierten Wasserressourcenmanagements zu etablieren. Im Dezember 2010 wurde das Aralsee-Programm 3 vor Regierungsvertretern, Mitarbeitern von IFAS, Nichtregierungsorganisationen, nationalen und internationalen Organisationen vorgestellt. Die letzte Etappe der Reise hat begonnen. Wir fliegen zum nördlichen Aralsee in Kasachstan. Unter uns der Kokaraldamm mit seinem Stauwehr. Seit 2005 staut der 13 Kilometer lange Damm den nördlichen kleinen Aralsee auf. Dank der Zusammenarbeit mit der Weltbank ist dieses wichtige Projekt möglich gewesen. Es beweist, dass die richtigen Schritte hin zur Rettung des nördlichen Aralsees unternommen werden. Vom Fischerdorf Tastubek aus fahren die Fischer wieder hinaus auf den See. Mit der Erholung der Natur finden auch die Menschen wieder ein Auskommen. Der früher kritische Salzgehalt des Wassers hat abgenommen. Das Wasser ist viel klarer geworden und so wachsen die Fischbestände Jahr um Jahr. Wenn die Fischer mit ihren Booten zurückkehren, ist der Fang üppig.
Karpfen, Hecht, Flunder, Zander und ein halbes Dutzend andere Arten werden hier nun wieder gefischt. Mittlerweile ist der kleine Aralsee über 3000 Quadratkilometer groß. Die Regierung Kasachstans plant, den existierenden Damm zu erhöhen oder einen zweiten in der Nähe von Aralsk zu bauen. Das Wasser soll zur alten Hafenstadt zurückkehren. Finally, we reached the Aral Sea. Wir haben unser Ziel erreicht, den Aralsee. Das ist das Ende unserer Reise von den Gletschern zu den Deltas. Mit dem Jeep und dem Flugzeug haben wir tausende Kilometer zurückgelegt. Wir haben Konferenzen in allen zentralasiatischen Staaten besucht. Wir hatten die Möglichkeit, mit zahlreichen Spezialisten zu sprechen, um über die Probleme der Wassernutzung zu diskutieren. Eines wurde dabei deutlich: Das Wasser des Amodaya und des Sirdaya ist knapp. Es muss darum bestmöglich genutzt werden. Aber wie kann das gelingen? Regionale Kooperation ist die Lösung. Wir haben Antworten auf unsere Fragen gefunden. Fest steht, der Klimawandel macht vor Zentralasien nicht Halt. Die Gletscher ziehen sich zurück. Die Länder müssen Strategien zur Anpassung und Milderung des Klimawandels entwickeln. Maßnahmen in einem Land haben Auswirkungen auf die anderen Länder entlang der Flüsse. Die meisten Experten vertreten die Meinung, dass ausreichend Wasser in der Region zur Verfügung steht. Es ist nur ungleichmäßig verteilt. Das Wasser muss effektiver und effizienter verwendet werden. Dabei sollen Prinzipien des integrierten Wasserressourcenmanagements angewendet werden. Auf regionaler Ebene müssen die Länder Tadschikistan, Usbekistan, Afghanistan, Turkmenistan, Kirgisistan und Kasachstan klare gemeinsame Visionen entwickeln. Das Aralsee-Programm 3 ist ein Schritt. Nur gemeinsam können die großen Wasser- und Energieprobleme gelöst werden. Abkommen sind notwendig, die respektiert werden und auf internationalen Erfahrungen aufbauen. Vertrauen zwischen den Ländern muss geschaffen werden. Verlässlichkeit ist das Ziel. Bestehende UN-Konventionen könnten als Grundlage für das grenzüberschreitende Wassermanagement herangezogen werden. Der Berlin-Prozess kann dazu ebenfalls einen Beitrag leisten. Die internationale Gebergemeinschaft steht bereit, die regionale Zusammenarbeit zu unterstützen. Schließlich geht es um unsere gemeinsame, friedliche und bessere Zukunft.